habe mich für den Duo Lift-On entschieden, weil er einfach am besten gepasst hat. Der Trio ist mehr für Menschen mit Behinderungen und Rollstühlen. Ich habe diesen Aufzug ausgesucht, weil er einfach pragmatisch ist. Aus Platzgründen hatte ich unten meine Küche und jetzt habe ich am Anfang überlegt, nehme ich eine Treppe und auf einer Breite von 1,60 Meter haben mir halt viele Handwerker gesagt, da geht nicht viel. Und einer meiner Kollegen kam dann auf die Idee, was ist mit dem Aufzug? Eigentlich war das nur eine Spaßidee, aber am Ende haben wir dann gesagt, so okay, warum denn nicht? Dann habe ich mich bei der Firma Lift-On gemeldet. Ich habe einfach gesagt, komm, zeig mir das. Und er hat gesagt, die Küche kann bleiben. Und das war das Wichtigste. Ich kann auch außen rumgehen, aber im Winter ist das doof. Ich möchte auch nicht, dass alle meine Sachen nass werden. Diese 0,8 Quadratmeter waren wirklich der ausschlaggebende Punkt, denn ich habe wirklich nur noch so ein Stück zu meiner Küchenzeile. Wenn der Aufzug wie jetzt oben ist, kann ich unten auch ohne Probleme kochen und es fällt nicht auf. Ich bin ja zum ersten Mal mit einem Lift gefahren, als ich mir das Angebot reingeholt habe in Köln. Da hatte ich gesagt, ich würde gerne einmal damit fahren. Zu der Frage, wie das mit meinem eigenen war, es war schon ein sehr geiles Gefühl. Also für mich war die Anschaffung des Homelift definitiv eine Sache der Platzsparnis. Ich habe unten keinen Platz. Meine Oma hat mir angeboten, dass ich dieses Zimmer bekomme. Ich habe nicht viel Platz gehabt. Nicht hier oben, ihr Wohnzimmer ist groß. Aber die Küche ist sehr klein. Die Firma Lift-On wirbt damit, dass man auf 0,8 Quadratmeter den Aufzug aufbauen kann. Und das stimmt. Diese 0,8 Quadratmeter habe ich auf den letzten Zentimeter genutzt. Ich habe nur noch so ein Stück zu meiner Küchenzeile, die ich immer noch benutzen kann. Hätte ich mich für eine Treppe entschieden, eine normale Treppe, hätte ich 1,6 Quadratmeter Bohrung machen müssen. Preislich also auch schon mal günstiger, den Aufzug zu holen, als das alles auszubohren. Anderer Punkt ist, die Bohrung wäre sehr groß geworden und würde mir so viel von meinem Wohnzimmer wegnehmen. Da meine Mutter aber der Hausherr ist, habe ich natürlich auch gedacht, okay, wie kann ich das verkaufen? Und natürlich ist es auch eine Wertsteigerung in der Immobilie. Meine Oma, 94, ist auch hier. Die wohnt auf derselben Etage wie ich. Ich habe zwei Türen, über die ich sie erreichen kann. Und über diese Türen kann sie auch mein Wohnzimmer erreichen und dadurch ihre Sachen aus dem Keller holen. Ich habe ihn meinem Alter zugelegt, nicht weil ich zu alt bin oder zu faul. Es geht wirklich einfach nur darum, weil es die beste Lösung für meine Wohnung ist. Ich habe unter wenig Platz die beste Lösung gefunden, die beiden Räume zu verbinden. Warum würde ich jemand anders den empfehlen? Ja, wenn er keinen Platz hat, passt der Lift in jede Ecke. Also ich feiere ganz ehrlich das Design. Es ist nicht so altbacken oder oldschool wie ein alter Aufzug. Es ist halt viel Glas. Bei der Folierung gab es die Qual der Wahl. Es gab 3,6 Millionen Möglichkeiten, wie man das folieren konnte. Da war ich auch froh über die Kompetenz der Mitarbeiter, denn der hat mir da gute Tipps gegeben. Und jetzt ist es auch dieses matt brushed schwarz geworden, was sich auch gut in den ganzen Raum einfügt.